Es geht weiter, immer heiter, zurück vor einer großen Mauer bei Tales of Arise. Hallo, willkommen zurück. Ich nehme mal an, letzte Folge bin ich hier stehen geblieben, weil ich da hoch wollte. Weil es ist eine neue Aufnahmesession und daher, da ich mir auch nichts notiert habe, nehme ich jetzt mal an, dass das der Hintergrund meiner Aktion war. So. Was ich aber noch weiß, ist, dass wir auf dem Weg zu... nach was? Pelegion waren. Aha, genau. Bei den Gandalf Haros, dem Land des Wassers, sind wir bereits. Und ja, die Idee dahinter ist ja, okay, das war jetzt ein seltsamer Sprung. Die Idee dahinter ist ja, dass wir hier sind, weil wir Shione befreien wollen, ne? Die ja in vor, oh, keine Ahnung, 5, 6 Folgen, glaube ich, entführt wurde. Und das geht ja mal so gar nicht, einfach unsere Freunde zu entführen. Da hilft auch nichts, dass das irgendwie ein Schuppenwolf ist. Aber mal gucken, ob es noch irgendwie kann. Okay, Switchen geht wieder. Ich kann mich erinnern, dass ich in der letzten Folge neue... Nee, nicht letzte Folge, nicht letzte Aufnahmesession, sprich vor 5, 6 Folgen... neue Moves... gemacht habe. Ah genau, das war der mächtige Move da. Von ihm. War schon quasi ein One-Hitter. Lightning Tiger Blade! Und bye bye. Did you see? Sure did. The part where you swung and missed, right? Not that part! Besser nicht, wa? So. Ich glaube, mal mit dem ja sehr interessant. Wo geht's denn da oben hin? In die Stadt wohl kaum. Und es regnet. So hätte ich jetzt auch gerne ein bisschen Regen hier. Der Sommer in diesem Jahr schlägt ganz brutal ein, das noch im Mai. Wird schon knapp 30 oder fast schon ganz in 30 Grad. Okay, hier wird ein Bosskampf kommen. Wie sieht denn so... Also schlecht sieht zwar nicht aus, aber nicht wirklich allzu gut. Also kurz ein Kabel daher, kann man ganz kurz das hier. Bin einigermaßen fit. Soll ich mal noch gucken, ob wir irgendwie was Neues. Aber kaum. Ja, so wenig habe, muss man kaum irgendwie Mühe machen. 820 Marienwell könnte was geben. Heilige Lanze und so. Mhm. Okay, der ist eigentlich cool. Okay. Na, dann komm mal. Ich kenne auch das Spiel. Hä? Was ist jetzt los? Ich kenne das Spiel doch nicht. Hä, wo ist der Boss? Ah, lass mich ran, gib irgendwann noch eine Sidequest und dann taucht er hier auf. Weil sonst macht der Schnellreisepointer ja auch keinen Sinn. Okay. Eine Eule hat es offenbar auch nicht in der Nähe, weil sonst würde ja Hudel ein bisschen hudeln. Ja, da darf ja gerade noch irgendwas sein. Und sei es eben nur so ein seltsamer Ebenenboss durch eine Sidequest. Ja, das sagt er zwar immer, aber sobald er Gebiet wechselt, sagt er das öfters. Deswegen bin ich mir jetzt nicht so sicher. So, und gucken mal, okay. Da vorne knurrt es auch schon. Wuff, wuff und so. Ich muss vielleicht mal vorwarnen, es kann sein, dass die nächsten Folgen ein bisschen kürzer werden, also diese und die nächsten. Das liegt daran, wie gesagt, jetzt fängt der Sommer an. Sommer ist meine... kann man so sagen, eigentlich Jahreszeit, die ich hasse, am meisten hasse. Klingt vielleicht ein bisschen seltsam. Das Problem ist halt, bedingt durch meine Sonnenallergie kann ich das Wetter, die Sonne selbst direkt nicht genießen. Das heißt, angenehm für mich ist morgens und abends. Ein Tag nur deswegen nicht, weil ich halt ja, sowohl
halt innen zocke, im Innenraum, aber halt auch im Innenraum arbeite. Bedingt durch meinen Beruf und da kannst du natürlich auch sehr stark aufheizen, ne? Und wenn man halt irgendwie drin ist und so. Ja, und die Wärme selber, die kann dann halt auch ein bisschen zermürben und aktuell durch irgendwie ganz, ganz seltsame Nacken- oder Rückenschmerzen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was es wirklich genau ist, woher der. Ja, woher es wirklich kommt. Deswegen bin ich hier immer so ein bisschen pausiert am Aufnehmen, sage jetzt mal mit Unterbrechungen. Und werde deswegen vielleicht auch ein paar kürzer Folgen machen, damit es halt keine Unterbrechungen gibt, ja? Also, ich wirklich mal darauf gucken, dass ich 20 Minuten wirklich aufhöre. Stop your life! So wie es eigentlich ursprünglich mal geplant war. Oh, na super, ja, viel zu weit weg. Fällt echt viel aus. So, jetzt hält er nichts mehr aus. So, ab und zu gibt es noch ein paar Dinge, war auch im Wasser verteilt. Okay, okay. Muss ich aufpassen, dass ich irgendwie nichts übersehe. Da müssen wir runtergehen. Ich habe bereits den nächsten Viecher. Hier hat es auch ein paar Dinge. Ich bin zu weit geschwommen, offenbar. Irgendwie sich großartig verwirren lassen. Nee, nee, passt noch, passt noch. Mach aber erstmal die Platte, weil. Ah, da geht schon hoch. Okay, wenn ich da sowieso hin muss, geht doch erstmal hier entlang, komm. Hier umrunden, beziehungsweise umschwimmen das Gebiet mal. Ja, ja, aktuell sowieso ein bisschen mühsam mit dem Let's Plays von mir. Da habe ich mich wieder mal ein bisschen verkalkuliert. Ich habe nicht gedacht, dass. Aktuell habe ich irgendwie 5 Let's Plays parallel am Laufen. Was eigentlich kein Problem wäre, da ich es auch zeitlich aufgeteilt habe und so, dass quasi wann, wo ich welches Ding zocken will. Okay, wir kommen darüber. Mein eigentliches Problem aktuell ist zwar eher. Okay, muss ich neben der Höhe gehen, wa? Also, die Kategorie kann ich, wenn ich im Wasser bin. Mein eigentliches Problem momentan ist ja eher. Das Let's Play ein bisschen länger laufen als gedacht. Obwohl ich jetzt mal 2 davon mit Tales of Rise und Pokémon Legend Arceus bin ich von dem her momentan. Hallo? Und momentan von dem her eigentlich gut dabei. Sag mal. Okay, aber jetzt die Idee drauf oder was? Und ja, ne, sie stehen ja auch schon bald an und so, aber irgendwie ein Wochenprojekt oder so wäre auch nicht verkehrt. Statt 2 und 3 am Wochenende. Sag mal, okay, ich brauche dringend Pause. Ich brauche Urlaub, Freunde. Ich brauche dringend Urlaub. Sag mal! Nee, hier reagiert er ganz normal. Sag mal, Elfen? Hm. Nein, nicht zu weit gehen. Sag mal, Alter! Okay, da müsste er aber eigentlich gehen! So, okay. Ja, ich dachte dazu, sie können vielleicht ihn von oben nach unten fallen lassen. Also wenn ich dann hier oben wäre, von hier aus kämen und einfach runterspringen. Das wäre meine andere Intention gewesen, aber so klappt es ja auch. Stockköder. Okay, ja. Angeln habe ich ja auch relativ wenig gemacht, was aber daran liegt, dass meiner Meinung nach kaum irgendwelche Gründe dafür gibt. Ich klar, man kann angeln, natürlich schön, wir haben es auch einsam gemacht. Ich muss irgendwie auch die Begeisterung dafür haben. Ich bin vor allem bei Tales of Spielen doch eher ein bisschen derjenige, der auf die Story abzielt. Ja, da bin ich extrem schlecht mit dem Ausweichen. Dafür passen die Kombos. Ja.
Sora. We did it! Magnificently done. I'll smash you! Take this! Falling storm! Eat dirt! First make it rain! Frozen? Hammer! Bye bye! Und der letzte Streich! Folgt zugleich! And I'll stop your life! Nice Kombi! Ach ja. Okay, freue mich für euch. Warte mal, wenn ich jetzt irgendwie die Orientierung verliere. Also mehr so ohnehin schon. Darüber muss ich, ja, das ist mein bewusst. Genau, das ist ein Gegner, da ist noch was zum Einsammeln. Hier sind noch ein paar Dinge. Bisschen Kopfsalat, mhm. Woher kommt eigentlich die Bezeichnung Kopfsalat? Würde mich jetzt echt mal interessieren. Aber das ist eh so etwas, vielleicht irgendwie mal ein Übersetzungsfehler gewesen oder so. Weil es mir letztens aufgefallen, so auch die Unterschiede zwischen Schweizern und Deutschen. Weil ich bin ja Schweizer und in Deutschland oder im Deutschen sagt man ja, da gibt es einen Salatsort, nennt sich Feldsalat. So. In der Schweiz sagt man dem aber nicht Feldsalat. Nee, nee. Dem sagt man Nüsslisalat. Kein Plan, warum das so ist. Aber es ist so. Das ist etwa ähnliche Fiasko oder Szenario, weshalb Elfen hier so selten springt. Hab keine Ahnung warum, aber es ist so. Er kommt definitiv nicht hier hoch. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber das kann ich nicht ändern, wa? Schade. Hey, jetzt bin ich aber wieder ausgewichen. Okay, dringend ein bisschen üben. Ja, toll, da bringt mir viel Elfen. War der Move neu? Oder mit mir per Wohl gewaschen? Der war ja ganz creepy. Could have been worse. Ja, könnte worse sein, das stimmt. Haben die was vergessen? Ah ne, die können natürlich nachgespawnt, so war ich aber neu geladen. Ist eine neue Aufnahme-Session bereits erwähnt. Das könnte natürlich sein. Ich gehe jetzt aber nicht nochmal runter, weil so dringend sind diese Dinge dann doch nicht. In the water's edge, I see but for a moment. Show you how useful I can be. Armor won't save you. Dragon shell in a bind. Blew away. Ready to go. I'm on your way now. All yours, Kisara. We did it. Magnificently. Oh, okay, da wäre schon vorbei. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Don't get complacent. Abgesehen davon, was mir gerade wieder einfällt, wegen dem Feldsalat. Ich weiß schon mit dem Deutschen. Irgendwie gewöhnlicher Feldsalat oder so. Neben Schweiz sagt man den Nüsslisalat. Aber im Österreichischen heißt er wiederum Vogelsalat. Oder keine Ahnung, wer das kommt. Vor allem das Schweizerdeutsche ist ein bisschen seltsam in der Hinsicht. Ich muss leider mal auch als Schweizer mal so zugestehen. Weil normalerweise, wenn du irgendwie so einen Salat hast, der ist ja irgendwie auch. Ja, der Name sagt ein bisschen was aus. Wenn ich einen Krevettensalat habe, dann erwarte ich, dass Krevetten drin sind. Wenn Nüsse lag, kann man sich ja denken, sind Nüsse drin. Aber nee. Aber mal so am Rand mehr. Um noch ein bisschen Smalltalk zu treiben, weil Elfen nicht macht, was er will. Und weil wir sowieso hoffentlich bald dann mal bei unserer guten alten Freundin Schione sind. Hoffen wir, sie lässt sich überhaupt auch befreien, weil. Die sah irgendwie ein bisschen bedrückt aus, zuletzt, als wir sie gesehen haben. Ja,
Und der nächste Streich folgt sogleich. Nichts mehr. Oh, super. Oh. Das Elfen. Mann. Aber der Flammenschwert ist ein bisschen kacke mit dem mit der mächtigen Astralarte. Wir müssen die selber hier, wa? Na, gibt die Erfahrungspunkte. Noch mehr? Oder so ein lautes Knurren? Na, von hier kam ich, dann bin ich jetzt hier. Hier gab es einen Zitronen. Dann geht doch einfach mal darüber. Beziehungsweise, hätte ich jetzt mal gesagt, darüber. Nein, Elfen, hör auf damit. Weil ich irgendwie springen, das Gefühl, wir müssen noch mal ein bisschen laufen. Übrigens eine schöne Musik gerade. Oh! Hier ist eine Eule! Nein, mal wieder. Noch lange nicht mehr. Ah, der kommt nach der anderen zu landen, ist nicht so einfach. Hä, was macht er jetzt? Bleib schön hier, Wuffy! Hammer! Ach ja, wunderschöne Elementarangriffe. So, wo ist die Eule? Oh! Hey, Eule! Im Prinzip ist Hudl immer der erste Hinweis, dass eine Eule näher ist, und der zweite ist, wenn die Eule selbst zu hören ist. Dann weißt du, okay, du bist sehr nah dran. So, geht schneller. Obwohl Elf mittlerweile wieder Schmerzen spürt, wa? Da ist aber wieder was ganz Neues. Ja, ja. Seitdem die Maske ab ist, spürt er wieder Schmerzen. Aber hey, kann passieren. Also, 19, 20 Minuten rum, wir haben noch nichts geschafft in der Folge. Ich bin halt in der Hinsicht auch noch ein bisschen Gründloch. Oder sicher, dass ich das eine oder andere übersehen habe, bin mir ziemlich sicher. Noch ein paar Viecher. Ich mach mal ganz kurz das hier. Leis, ohne Leis, kein Fleiß. Ohne Leis, kein Blei. Oh. A fish. You saw it too, right? Nö. Ich sehe Wasser, aber das sehe ich hier überall. So, dann waren wir hier, waren hier, waren hier, waren hier. Theoretisch einfach noch hier, dann dazwischen und so. Mhm. Könnte ganz gut klappen. Wir können uns anschleichen, die Feinde. Oder einfach frontal sie herausfordern. Nur das ist mehr Elfensding. Moospanzer! Dann sollst du was gerade Arte beherrschen. Ja, super. Was machst du da? Oh,
Curse you! Lightning reflexes! Tenebrous claw! I'm just in a bind. Sogar schön ausweichen. Wunderschön in Slow Motion. Was für noch mehr? I never had a doubt. Gehen wir einfach. Hier ist noch was. Ah, hier. Okay, okay. Da drüben auf der kleinen Insel. Ich denke schon, weil da drüben waren wir schon. Wird da ganz drüben noch etwas sein? Okay. Ist ja schon überall wieder böse knurrt. Ein Silberstück, du geiles Stück. Silberstück, das geile Stück. Mhm. Geh ich doch erstmal mal ganz kurz hier rüber. Ganz kurz vor allem. Hier war es garantiert auch noch irgendwo etwas versteckt. Ich meine, klar, sieht generell schön aus und so, aber dass jetzt die Entwickler oder Designer einfach nur so hingesetzt haben, von wegen, oh, sieht aber schön aus. Glaube ich weniger. Hier wird irgendwo noch ein schönes, leckeres Goodie versteckt sein. Ja. Keine dieser Art von Spiele. Ja, ein wertvolles Goodie, würde ich uns mal behaupten. Oh, okay. Ja, entschuldige Elfen, ich muss noch ganz kurz darüber. Ah, ich bin sogar noch schneller. Ich war gerade am überlegen, wie kann man wieder schneller schwimmen? Der Rennknopf könnte es anders sein, ich trottel. So. Das müssen aber die letzten drei Sugels sein hier. Ja, natürlich drei Wölfe, die ich kaum treffe. Ah, sehr schön. Oh, schon wieder. Ey, die kommen mit Kisawa und Doa lieben. Die kommen so oft vor. Dem Herrscherhieb erledigt. I think we might be getting too strong. Isn't that good? Play along, would you? I think the animals back at the ranch should be all grown up by now. Also ein Elfenskrabbers Herrscher habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, weil ohne Gione ist er irgendwie ziemlich am Arsch. Gefühlt zumindest. So, mal die Dinge, die wir eh nicht brauchen. Können weg. Dann Verbrauchsgüter. Zitronengelee. Zwei Orangen-Gelee, langes Lebens, da ist es soweit eigentlich ganz gut. Wie sieht's denn mit Waffe Schmieden aus? Oder etwas Neues, aber wir jetzt wundern. Glänzender Astralkristall, ja, ja. Der weiß schon, wie es geht. Ein Gewitter zeigt er gerne. Hat auch vieles gerne. Ja, also man sieht schon hier, wir haben eigentlich relativ viel von den ganzen Waren. Zubehör herstellen. Nee, Bauernhof führen, ja, aber mal gucken, was irgendwie so an Waren bekommen haben, wa? Genau. Bauernhof erweitert, yeah! Na komm. Nehmen wir alles.
So, und dann will er noch ein bisschen scharf. Aufgestellte Wache ist auch cool. Die muss jetzt dann noch irgendwie nie irgendwie ja, ändern. Ja, keine Ahnung. Hat auch irgendwie die Info, dass sie irgendwie Sugeln angegriffen hätten oder so. Did we really just spend that much money? Ja, kein Problem. So, Freunde. Machen wir das Lager aus, dürfen wir noch in eine kleine Cutscene gehen und dann wäre das für heute. Gosh, the castle's even larger once you get close to it. What's that shining thing up top? A spirit vessel? It feels creepy, like it's watching over everything. You think he knows we're here? We'd best assume as much, yes. What we have to do is simple. Just beat Volron and rescue Shion. That's it. Try not to work yourself up too much. We have a lot of city and castle yet to traverse. Schöne Aussichten. Ich weiß nicht mehr, ob ich noch irgendwie den mit dem Erfahrungsboost noch hätte, aber mach jetzt trotzdem mal einen neuen, weil der finde den echt geil. Erfahrungsboost L. Also die Wirkung um 20%, ja, die Dauer um 50%. Also finde ich persönlich ein guter Deal. Wow, that came out perfect. Ein Gespräch mit niemandem? Okay, das ist jetzt ein bisschen überraschend. Okay. I'll see you again tomorrow. Das Spiel will mich schon. Ich sehe es, es ist sehr nett vom Spiel. Well, off we go. Ja, also werden wir auch Elfen, aber erst nächste Story, würde ich sagen. Erst nächste Folge, zurück bei Tales of Arise. Auf dem Weg zu Shione, zu ihrer Rettung, im Kampf gegen Volran. In diesem Sinne, dafür sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.